Hallo und Servus, willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 im Story-Modus. Wir sind heute wieder unterwegs mit dem Trevor und machen die nächste Mission. Dazu müssen wir da mal in die Kneipe rein. Schlägerei. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. Gut, der hat verloren. He's won. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You all speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分围着我。 这真是我人生中最美好的一刻。 What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. No. Okay, das haben wir jetzt nicht bedacht. Ja, der würde normalerweise hinten aufspringen. Ob wir jetzt für Probleme mit dem zurücklassen? Doch. Dann werden wir was anderes probieren. Ja, das Problem ist jetzt beim Trevor sein normalen Auto. Ja, funktioniert so. Beim Trevor sein normalen Auto kann man hinten auf die Ladefläche raufsteigen. Das geht beim Amarok anscheinend nicht. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung! Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Oh. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! No. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, Chef. Help me! Wir erwarten anscheinend einen Angriff. If I knew we were having visitors, what the hell are you doing? They really want you dead. Extremely unprofessional.
habe ich noch ein Auto. Ja, der rote da. Komm her, komm her. Na, geh durch die Tür durch. Get behind here, they're coming in! So, zur Rechten steht noch einer. Jetzt nicht mehr. So, das sind noch irgendwo welche. Die Flüchte. Check on the Chinese delegation. They might be catching a chill. Ja, jetzt lassen wir die zwei wieder frei. Time to recommence the tour, gentlemen. Ist euch ein bisschen kalt worden? I think we have seen quite enough. Gaizo! Dasher, haben wir doch Wutsuma! I'll swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Ob die noch Verträge mit uns machen wollen. Fuck yeah! Somit diese Mission auch bestanden. Diesmal nicht so lang wie die letzten zwei waren. Ja, gehört aber auch zu Storm-Modus dazu. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, so wie immer, Daumen nach oben da lassen, ein Abo wäre auch ganz nett. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.